Tja. Okay. Netter Versuch. Also, ja, allzu lang ist die Mission ja anscheinend nicht, nehme ich an. Okay, 100.000 immer noch. Also gut, ich habe wohl mal wieder das Essentielle übersehen. Wir bewegen uns Richtung der psychiatrischen Klinik oder Irrenanstalt, wenn euch das besser gefällt. Coming. Guten Tag. Okay, dann Hi, I have gewährt an er uns appointment with the Zutritt. Okay, alles klar. Einmal bitte aufmachen. This way. Ja. Dr. Kovacs' office is upstairs. So, dann ruft er gleich bei ihm an. Und dann werden schon mal die Sicherheitskräfte alarmiert. Okay. Wobei die hier ist ja echt suboptimal. Okay, das kennen wir schon. Die hier können wir nämlich einstecken. Okay. Dann müssen wir wieder nach unten gehen und zum lieben Herrn Doktor. Und zwar hier entlang. Was ist denn das hier für ein merkwürdiger Weg, den man gehen muss, um zum Doktor zu kommen? Okay. Hello and welcome. So, können wir nochmal mit ihm reden? Nö, will er nicht mehr. So. Ja, okay, das kennen wir. Dann müssen wir ihn jetzt leider umlegen. Naja, was heißt leider? Das ist eben unser Auftrag. So, den ziehen wir hier mal in die Ecke. Wir verkleiden uns. Das haben wir eben auch schon gemacht. Ja, so ein kleiner Spagat kann ja nicht schaden. Hier ist ein Schlüssel. Hallo, Leute. Okay. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Also, zum einen haben wir diese Teddybären. Ich habe keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Ich nehme die mal mit. Und wir haben einen Schlüssel. Okay. Hier geht es wahrscheinlich wieder sonst wohin. Hier haben wir noch eine Waffe. Okay. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Dann gehen wir mal hier durch. Ah ja, natürlich. Ich weiß nicht, was hier auf uns wartet. Okay. Wie weit geht denn das hier? Ja, das Dach mal wieder. Okay. Na toll. Ah, okay. Noch eine Waffe. Also, es sind so einige Waffen über der Karte verteilt. Das ist ja ganz schön und gut. Ne, hier wollte ich nicht lang. Also, wir haben doch jetzt den Schlüssel. Das heißt, wir können uns hier erstmal frei umsehen. Ich weiß nur nicht genau, wo wir hin müssen. Hier haben wir noch einen Teddybär. Ich weiß nicht, was es mit denen auf sich hat. Aber ich mag Teddybären. Die kann man ja mal mitnehmen. Hier lang? Das ist ja schon offen. Okay. Den nehmen wir auch mit. Ja, schön, dass jetzt alle Irren hier frei herumlaufen. Moment, dann hatten wir hier noch die Treppe. Und das hier. Okay.
Oh, noch mehr Waffen. Sehr schön. Hier bin ich auch schon durchgelaufen. Hier ist nichts Besonderes. Die Tür hatten wir auch schon genommen. Also ich suche hier gerade nur nach... Ich bin mir nicht mal sicher, nach was ich suche. Ich weiß nur, dass wir uns jetzt hier frei umsehen können. Also sollten wir das auch nutzen. Oh. Gummizelle. Das muss schon echt schlimm sein. Isoliert zu sein. Ja, das ist sicherlich für viele ein Albtraum. Oh, da ist sogar einer drin. Hallo? I can't find my book. Very nice book. And now it has gone like petals in autumn. Of all the things I've lost, I miss my mind the most. Ja, ich verstehe. I can't find my book. Very nice. Na schön. Also, interessant, dass wir uns mit ihm unterhalten können. Ich glaube, den können wir auch nicht mehr helfen. Okay. Aha. Na, aufmachen. Ja, alles offen soweit. Aber wir haben ja zumindest etwas Neues entdeckt. Gibt es hier noch andere geschlossene Türen? Nee, nee, nee. Ja, ja. Hört sich schon etwas grenzdebil an. Nicht, dass ich darüber urteilen würde. Hier ist der Aufzug. Hier sind auch sicherlich noch irgendwo mehr Zellen. Oder Türen, die wir öffnen können. Hier bin ich aber schon wieder falsch. Die hatten wir auch geöffnet. Ah, aha. Ja. Das ist schön, aber hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Okay. Da sind Sicherheitskräfte. Hier waren wir eben schon. Ich suche gerade nur die richtigen... Hallo, Freunde. Ich suche nur gerade die richtige Tür. Quasi. Nur weiß ich eben auch nicht, wo ich die finde. Oh Mann, ey. Es ist echt schrecklich. Weil das Ganze hier eben wie ein Labyrinth ist. Ja, genau. Und hier waren wir auch schon. Ja, es war auch ziemlich weitläufig hier, aber das hat mir auch beim besten Willen nichts gebracht. Die sind auch offen, die sind alle offen. Wo muss ich denn hingehen? Hier ist der Aufzug. Die können wir noch öffnen. Okay. Hallo? Sometimes I have a whole brain. Sometimes I have half of a brain. Sometimes I just sing, I miss my toys. Help me find my rubber duck. You used to know where it is. Danke für die Information. Hat mich sehr gefreut. Sometimes I have a whole brain. Moment. Rubber, rubber, rubber. My God, my brain loves rubber. On TV late at night, my brain and me look at rubber movies. Very funny rubber. If you want to see rubber movie, I'll show on your map where TV room is. Okay. Ah ja, Moment mal. Ein paar Dinge sind hier auch verzeichnet. Aufzug. Ich würde ihm gerne mal folgen, dem Herrn. Dem wir gerade die Gummiente gegeben haben. Ah! Okay. Sometimes I have a whole brain. Ja, gut, seine Gummiente hat er wieder.
Sometimes I have a whole brain. Hello? A newcomer? How wonderful. Welcome, welcome, welcome. If you want help, just ask me. Yes, yes, yes. There are people looking at the tube in the room upstairs. You know, up, up, up. If you help me find my teddy bear, I can show you the way. Mir gefällt seine Mimik. Ist echt wunderschön. Hey, hier, ich hab einen Teddybär. Hallo. Ah, wo geht er denn hin? Hallo? A new... Moment. Hier. Thank you, Mystery Man. Weapons you like, eh? Yes, 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 Mystery Man loves weapons. Me will show on your map where Mystery Man find weapons can. Okay. Ich bin der Mystery Man, das gefällt mir. Der mysteriöse Mann. Also konnten wir dem jetzt quasi einen Teddybären geben. Das ist irgendwie niedlich. Wenn sie nicht so verrückt wären, alle. Sometimes I have a whole brain. Okay. Ja. Das kennen wir ja schon. Ja, das stört ihn hier anscheinend nicht. Okay, wir reden mal mit ihm hier. No. Please don't hurt me anymore. Please. It's me. Wake up. I don't believe it. It must be one of their mind tricks. No, I'm very real. Tell me, what in the world is going on here? I was commissioned for a simple task of taking out a target here at this institution. And suddenly, I'm surrounded by SWAT teams and nutcases. They drugged me. Please, try and find the antidote. Try to remember. You've been here before. The professor conducted experiments long ago. DNA. Cloning. You... Please find the antidote. It's in the cage. Look for it. It's very small. Ach du Heilige, wir waren hier schon einmal. Okay. Wir müssen sie also finden. I can't find my book. Very nice book, and now it has gone like. Sein Buch sucht er. Wir müssen die Gegendroge finden. Huch, na, okay. Ich dachte schon, ich hänge schon wieder fest. Oh. Okay, das ging schnell. Das hatte ich mir als komplizierter vorgestellt. Okay. Dann einmal die hier. Der mit der Gummiente. Here, I found the antidote. Thanks. Oh. Oh, yeah, that's better. Listen, the way to the basement is hidden. Help me up, I'll show you. Tja, die Mission hat sich wohl doch noch mal etwas gewandelt. Wir folgen ihm mal. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weiter abläuft. Wir hatten ja eigentlich nur die Aufgabe, den Doktor zu eliminieren, aber jetzt haben wir noch ihn hier gefunden. Klonexperimente, DNA. Oder DNS. Mhm. Okay. Das ist natürlich die Frage, wo wir landen. Ah ja. Hindurch, mein Freund, hindurch. Führ mich ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Ja. Hier ist ein Aufzug. Okay. The entrance to the basement. Is in the bottom of the elevator shaft. I'll take the elevator up. Then you should be able to enter. You'll find all the answers there. I owe you one. Keine Ursache, Mann. Keine Ursache. Aha. Ach, hier. Sieh mal einer an. Treffen mit dem Bruder.
Ach, das geht direkt in diese Mission hier über anscheinend. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt quasi in der letzten Mission angekommen. Warum? Hallo, mein Freund. Dann nehmen wir die auch mal mit. Sehr interessant. Hier eine Tür zum Öffnen. Hoho, schön. Eine Schrotflinte. Das gefällt mir. Ja, Schrotflinten sind schon was Feines. Das ist durchaus die Waffe meiner Wahl. Oh, ein Fernseher. Ja, da sieht man auch sehr viel. Sehen die sich da das Gitter an? Na, wahrscheinlich eine Sicherheitskamera. Wer weiß. Okay, soll ich die Schrotflinte schon mitnehmen? Ich meine, die wäre ja relativ auffällig. Hallo, Freunde. Ich meine, sie sehen ja schon ganz adrett aus, die Leute. Gut aussehende Männer hier. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Der verlorene Sohn. Ich würde gerne den Monolog lauschen. Okay. Huch, wir landen wieder hier. Ich wollte eigentlich noch den Monolog lauschen. Ja, mein Profil, wunderschön. Treffen wir den Bruder. Okay, wir landen sogar direkt wieder hier. Ja. Okay. Das ist echt interessant. Okay, also das sind quasi Klone. Wir sind selber nur eine Art, naja, DNA-manipulierte Person. Ah, Gegendroge haben wir auch noch dabei. Okay. Gut, ich glaube, wir können uns hier auch alle Waffen schnappen. Die werden wir dann auch benötigen. Und wir sind der verlorene Sohn, wie er es ausgesprochen hat. Sehr interessant. Und wir sind zurückgekehrt. Und wir wollen Antworten. Naja, wir haben jetzt schon einige Antworten erhalten. Von dem her. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ich hier hin muss. Keine Ahnung. Heilige. Ja. Hier ist Johnny. Wow. Nett. Die haben mich abgeknallt, bevor ich überhaupt schießen konnte. Okay, ich muss das hier immer wieder über das Menü anwählen. Hier gibt es auch keine Beschreibung, weil das hier keine reguläre Mission ist. Das Spiel hat sich eben ganz schamlos verabschiedet, als wir den Herren hier drüben abgeschossen haben. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Als ob das jetzt noch etwas bringen würde. Ich bin ja schon unzählige Male gestorben. Da nehmen wir uns natürlich die Waffe mit. Aber die Minigun, die würde ich mir ja dann durchaus nochmal gerne schnappen. Wir müssen eben aufpassen vor unseren ganzen Brüdern oder Klonen. Vor den anderen Agenten. Tja, und wir richten uns dann gegen unsere Schöpfer, die Gott gespielt haben. Okay. Perfect genes. You are a perfect diamond. But it seems
still a bit of grinding. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die hier auftauchen. Klon wird freigelassen. Okay. Lassen jetzt einen Klon nach dem anderen auf mich los. Meinetwegen. Ich kann warten. Der zweite. Lass mal den Monolog hier durchlaufen. Das Idealbild eines Menschen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Der kommt mir schon sehr Mischugge vor. Ich höre dich und ich werde dich und deine Klone vernichten. Die laufen auch immer den gleichen Weg entlang. Beziehungsweise denselben sogar. Die laufen den wirklich selben Weg entlang. Na schön, das war's dann wohl fürs Erste vom Doktor. Der konnte sich mal seine Probleme von der Seele reden. Ich freue mich ja für ihn. Okay. Die kommen wirklich immer aus der Seite. Ich weiß, das ist etwas antiklimaktisch hier. Weil ich die ganze Zeit nur an diesem einen Punkt stehe. Ja, da kann auch niemand kommen. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, Klonen wird freigelassen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Klone hier zu uns geschickt werden. Da werden sich auf jeden Fall einige ansammeln. Na komm schon, Freundchen. Ich bleibe schön hier mit meiner Minigun. Das ist schon eine sehr nette Waffe. Die gefällt mir. Da habe ich schon gute Erfahrungen gesammelt. In einigen Spielen. Das war's auch mit ihm. Klon wird freigelassen. Also keine Ahnung, wie viele Klone wir hier eliminieren müssen. Ich hoffe einfach mal, früher oder später lassen die nach. Der wird ja wahrscheinlich nicht unendlich viele haben. Aber wir sind wohl der bessere Klon. Naja, oder der bessere genmanipulierte Mensch oder was auch immer wir sind. Wir wurden ja erschaffen von ihm. Mit dem netten Strichcode auf dem Hinterkopf. Oh, der hat uns sogar getroffen. Klon wird freigelassen. Na schön. Da muss ich wohl aufpassen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele wir hier umlegen müssen. Sehen wir mal. Ja, ne, spannend hier, das Ambiente. Okay. Okay. Kommt noch einer, oder hätten wir das Areal geräumt? Ich weiß natürlich nicht, wo ich jetzt hin muss. Na, Hallöchen! Die sehen doch adrett aus. Besonders sein Gesichtsausdruck.
Na schön. Okay, ich würde sagen... Also eigentlich würde ich mich erstmal gerne umsehen, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn? Okay, ein großer Computer. Der hat bestimmt einiges an Rechenkraft. Ganz sicher. Die haben wir... Seht euch mal die ganzen Leichen hier an. Meine armen Brüder. Genau. Da ist aber... Ah, da sind auch schon welche drin. Ja, genau, da sieht man sie schon. Da werden die gerade gezüchtet. Klone von mir. Das ist etwas unheimlich. Genau, hier haben wir sie gerade umgelegt. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Aha. Ah ja, okay. Okay, bin ich nicht gerade umgekippt? Aha. Okay, hier noch mehr. Ich bin... Ah, wurden jetzt schon wieder Klone freigelassen? Ah ja, Tatsache. Und was machen wir nun? Minigun. Okay. Dann gucken wir mal. Das hat ja nicht ganz nach Plan funktioniert. Okay. Also ein Klon läuft jetzt nochmal frei herum. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Und unser Vater sagt auch nichts mehr. MP5. Ich laufe hier ganz langsam herum. Wegen meiner Waffe. Da war er aber nicht zufällig, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal den Klon umlegen. Kann das sein? Okay, die finden wir hoffentlich wieder. Wo ist der hin? Klon! Komm heraus, wo immer du steckst. Was hat man denn hier drüben? Ah ja, noch mehr. Okay. Scusi, kann ich hier einmal... Jetzt. Ah ja. Auch noch Munition. Sehr nett. Hi. Hat mich sehr gefreut. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen. Und eine Weste sogar. Na schön, nehmen wir mal mit. Ich weiß aber jetzt nicht, wo wir hin müssen. Wir haben jetzt eigentlich ganz viele Klone getötet. Da ist aber nochmal einer aufgetaucht. Die Waffe nehme ich mir auch mal. Nehmen wir mit. Okay. Weste haben wir jetzt auch an. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Da kommen wir nicht durch. Das haben wir den schon umgebracht. Da kommen wir aber anscheinend nicht vorbei. Schade. Dann schlendern wir mal in diese Richtung zurück. Dann suche ich mal den einen Klon, der hier rumläuft. Hallo Klon, wo steckst du? Nichts zu sehen. Ja, das sind die anderen. Die sind nicht mehr so lebendig. Wo ist denn der? Läuft der hier irgendwo herum? Da stand er schon wieder. Klon freigelassen. Das ist unsere Minigun. Da, schon wieder einer. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat. Ich würde mal gerne einen von denen hier. So, den würde ich gerne mal mitnehmen.
Na, komm schon, mein Herr. Na, mein gut aussehender junger Freund. Ist ja schon mal Adresse angezogen. Ich weiß jetzt noch nicht, was es mit dieser Maschine auf sich hat. Der hat uns ja quasi gescannt. So, dann nehmen wir den mal mit. Aber laufen jetzt hier noch weitere Klone herum? Das habe ich nicht ganz verstanden. So. Sträub dich nicht, mein Freund. Okay. So. Und jetzt? Das hat anscheinend funktioniert. Dann sehen wir mal. Ja. Hallo? Sesam, öffne dich. You have proved to be my favorite son. I am so proud of you. Nein! Hat er uns wieder geschockt? Das ist ja... Hä? Es ist voll skurril. Und das ist wieder der Anfang. Ich bin... Und so schließt sich der Kreis, oder... Wie soll ich das verstehen? Aha. Jetzt frage ich mich, hätten wir ihn noch umlegen können? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich ihn eben noch hätte abschießen können. Okay, jetzt hat sich quasi sozusagen der Kreis geschlossen. Das war sehr nett am Ende noch. Okay, das würde mich jetzt aber noch interessieren, ob wir ihn noch hätten töten können. Na schön, ich habe mich hier noch einmal durchgeschlagen. Und wir geben uns als dieser Klon aus. Und sehen mal, ob wir auch noch den Doktor eliminieren können. Oh, wir haben sogar noch die Waffe. Sehr nett. Okay, ich habe sogar noch die Minigun behalten. Komm schon. So, ich wollte auf Nummer sicher gehen. You broke my heart, my son. What good is a bulletproof vest when death strikes from within? Schlaf, Vater. Ja, das kann man auch machen. Ich würde sagen, das war Let's Play Hitman Codename 47. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hat im Endeffekt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich in meinem Resümee noch nennen will. Wenn ich das Ganze eben nochmal Revue passieren lasse, was wir alles erlebt haben. Also auf jeden Fall hatte man relativ große Freiheit innerhalb der einzelnen Missionen. Das hat mich dann durchaus gefreut. Die Inszenierung und die Grafik waren auf jeden Fall solide. Das Spiel ist eben Ende 2000 veröffentlicht worden. Also... kann man hier natürlich keine Ansprüche an hochauflösende Grafiken stellen. Also für 2000 ist das Ganze definitiv mehr als in Ordnung. Auf jeden Fall sehr solide. Die Musik hat mir ziemlich gut sogar gefallen. War manchmal sehr subtil, manchmal auch etwas weniger dezent. Also manchmal sehr auffällig, aber hat eigentlich immer zur Atmosphäre beigetragen. Der Protagonist war eigentlich auch interessant, genauso auch die Antagonisten. Man musste ja in den einzelnen Missionen immer mehrere Gegner eben eliminieren, aber der Protagonist ist relativ charakterlos geblieben. Aber es ist schon klar, also es war schon so gedacht, weil wir ja eine Art Mordmaschine darstellen sollen. Wir sind eben ein Auftragsmörder, der jeden Auftrag erledigt. Also wir sind quasi von diesen Doktoren erschaffen worden. Wir wurden, also unsere DNA wurde manipuliert und wir haben im Endeffekt jetzt unsere ganzen Klone getötet in der letzten Mission. Sehr interessant. Und was man eben auch noch positiv anmerken muss, das Ganze läuft auch auf modernen PCs ohne weitere Probleme. Also ich hatte hier wirklich nur einen einzigen Absturz, aber das ist auf jeden Fall noch zu verschmerzen.
Dann zu guter, ja, dann noch ein Punkt, den ich anmerken wollte. Die Vertonung war soweit in Ordnung, war jetzt nicht wirklich, ja, bemerkenswert, aber für 2000, es gab eben eine Vertonung, eine englische, die wir hier hatten. Ich hatte ja auch die Untertitel immer unten an. War auf jeden Fall in Ordnung. Was ich dann jetzt aber negativ anmerken muss, zum einen eben, es war eine sehr unkonkrete Auftragsbeschreibung für die einzelnen Missionen, was eben unter anderem in den Leveln dazu geführt hat, dass ich teilweise nicht wusste, was genau ich jetzt erledigen soll. Das war dann teilweise problematisch, weil ich dann immer teilweise stundenlang herumgelaufen bin und nicht wusste, was ich machen soll. Das Leveldesign fand ich auch suboptimal, weil man sehr lange Strecken überbrücken muss. Das heißt, man musste immer sehr lange laufen, teilweise 10 Minuten lang, bis man erst an seinem Zielort ist. Es gab keinen Zwischenspeicher, das hatte ich auch schon im Spiel des Öfteren angemerkt, das war wirklich sehr schade, denn man hatte eben, wenn man gestorben ist, teilweise Zwischenpunkte, dann konnte man ein oder zweimal noch weitermachen, aber man hatte keinen direkten Speicher und musste dann eben zusammen mit diesem suboptimalen Leveldesign immer wieder diese langen Laufwege absolvieren. Und daraus resultiert eben diese ganze Frustration. Ohne Speicherpunkte und durch dieses suboptimale Leveldesign war das dann teilweise schon etwas kritisch. Und Bugs hatte ich jetzt auch nur selten. Wir haben jetzt vor ein paar Episoden, haben wir ja einen Bug entdeckt am Boot, beziehungsweise auf dem Schiff, was jetzt weniger schwerwiegend war. Ein paar Bugs gab es dann schon mal, dass man eben trotzdem attackiert wurde von den Gegnern. Aber das ist jetzt eigentlich auch, ja, weniger schlimm. Und ja, was ich jetzt noch daraufhin anmerken wollte, das hatte ich auch schon im Spiel angemerkt, dass ich, der Aufnahmestopp führt zum Spielabsturz. Das heißt, ich konnte quasi während den Level nicht die Aufnahme beenden oder das Spiel verlassen, denn dann ist das Spiel eben abgestürzt. Das heißt, ich musste immer die Level beenden, damit ich erst das Spiel schließen kann. Das liegt jetzt aber nicht direkt am Spiel, sondern eben, ja, unter anderem doch am Alter des Spiels. Und das liegt eben an der, ja, Kompatibilität zu meiner Aufnahmesoftware. Liegt das unter anderem. Das war dann schade, aber das kann ich jetzt im Spiel nicht weiter negativ anrechnen. Und meine Kopfhörer haben quasi einmal während der Aufnahme die Verbindung verloren und einmal hat sich der Akku komplett entladen. Das war dann, ja, mehr oder minder mein Fehler, wollte ich ja auch nochmal angemerkt haben. In diesem Let's Play ist doch schon ein paar Dinge sind schon schief gelaufen, aber im Endeffekt hat es mich dann trotzdem gefreut und ich danke natürlich jedem, der zugesehen hat. Ich weiß, die Credits sind auch schon vorbei, der Abspann. Deswegen wollte ich mich hier nochmal kurz fassen. Und eben besonders sind mir aufgefallen, Level 4, da waren wir in diesem Restaurant. Das war wirklich sehr langwierig. Das war auch das längste. Also wenn man das wirklich von Anfang bis Ende spielt, sogar wenn man den Ablauf kennt, ist das längste Level. Level 7 war auch relativ frustrierend, weil man eben diesen unnötig langen Weg entlang gehen mussten. Level 7 war noch im Dschungel. Und das Level 8... das war im Hotel und das war mir absolut, das ist mir bis jetzt ziemlich unschlüssig und wirklich eine sehr umständliche Mission. Wir hatten ja nur den Auftrag, dass wir eine Person töten müssen, die Bombe bergen und sichern müssen quasi. Aber wie wir dazu kommen, war mir absolut unschlüssig. Das war eine mehr als merkwürdige Mission und ja, die 10. Mission, die war auch nochmal sehr langwierig. Da hatte ich ja, das hatte ich ja vorhin angemerkt, eben die Konsole aktiviert und hatte mich dann unsichtbar gemacht, weil es hätte einfach zu lange gedauert. Und wie gesagt, es ist sehr frustrierend. Gut, aber ich würde sagen, das war es dann auch mit Let's Play Hitman Codename 47. Ich entschuldige mich für alle Unannehmlichkeiten, die in diesem Let's Play vorgekommen sind. Wie gesagt, es ist doch schon etwas älter und es gab dann doch ein paar Probleme. Man erkennt eben schon das Potenzial. Man muss ganz klar sagen, man erkennt hier schon mal das Potenzial. Also auch die Geschichte ist durchaus interessant. Man hat ja immer einzelne Sequenzen gehabt. Wir haben dann am Ende erfahren, dass wir eben, ja, quasi nur erschaffen worden sind und haben uns gegen unseren quasi eigenen Vater gestellt. Also ist durchaus schon interessant. Hat im Endeffekt Spaß gemacht, war aber schon sehr frustrierend teilweise. Aber ich würde sagen, das war es dann wirklich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffentlich schaltet ihr auch wieder ein beim nächsten Teil. Also vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.